Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Claudius Cosmic Card News. Zur Mittwochsbotschaft. Ja, was du hier siehst, ist schon das Kartendeck, was ich verwenden werde. Das ist das Pagan Otherworlds Tarot. Für den Fall, dass du wissen möchtest, welche Decks das genau sind, ich habe sie dir hier unten aufgelistet in der Videobeschreibung, habe auch Videos darüber gemacht. Wenn dich die Karten interessieren, so grundsätzlich, kannst du da gerne mal nachschauen. Ja, und ansonsten habe ich auch dort einen Einladungslink für meinen Telegram-Kanal, auf dem heute die erste Rauhnacht gestartet ist. Ja, ich mache es am 21., ab dem 21. Dezember. Für mich fühlt sich das tatsächlich stimmiger an als am 24. Dezember. Aber das darfst du natürlich machen, wie du lustig bist. Aber wer jetzt Lust dazu bekommen hat, vielleicht sowieso schon die ganze Zeit überlegt, ob er irgendwas macht oder nicht oder wie oder was. Ja, bist du natürlich herzlich eingeladen. Das Ganze ist selbstverständlich kostenlos. Und ja, schau gern vorbei. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Und ja, und jetzt haben wir hier, wie gesagt, die Mittwochsbotschaft. Es ist heute auch noch Wintersonnenwende. Ein sehr, sehr starkes Energieportal. Es ist ganz, ganz großartig. Heute ist der kürzeste Tag des Jahres, die längste Nacht, aber auch sehr intensiv, weil jetzt wieder das Ganze sich zum Licht wendet. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Okay, und deswegen habe ich heute auch noch mal ein paar andere Karten rausgesucht, aber das wird sich im Laufe der Legung hier dann auch zeigen. Okay, also ich fange einfach mal ganz generell an mit diesen Karten. Für die Wintersonnenwende, für den Wochenteiler sozusagen. Das ist ja auch noch Weihnachtswoche. Also schauen wir mal, was hier für Energien kommen, ganz allgemeine Energien. Was ist hier für uns jetzt für diese Woche jetzt noch? Upsala, in dieser Woche. Ja, die hat sich zwar ein bisschen quergestellt, die war es aber trotzdem nicht. Das ist witzig. Da kriegt man so ein Upsala, so ein kleines, die auch nicht. So ein kleiner Hinweis. Ja, es ist jetzt die Premiere mit diesen Karten. Ich bin sehr gespannt, aber sie lassen sich momentan sehr gut mischen. Also, okay, welche Energie haben wir hier am Mittwoch, den 21. Dezember 2022 für das Kollektiv? Mittwoch, 21.12. Die Karte möchte, wow, die Hohe Priesterin. Ja, sehr, sehr schöne Karte. Die Hohe Priesterin steht natürlich für das nach innen gehen, die Intuition, die innere Stimme, dein höheres Selbst. Also die Entscheidungen, die aus deinem Inneren heraus getroffen werden. Das passt natürlich ganz hervorragend auch zu der ersten Rauhnacht, dass jetzt da Rückschau gehalten wird, das reflektiert wird, das gereinigt wird. Dann sind natürlich wieder Wege frei, damit du auch deine innere Stimme besser hören kannst und vielleicht ihr auch ein bisschen mehr vertraust, weil die dir immer das Richtige tatsächlich sagt. Also es ist, ja, ich würde sagen, es ist wie eine Aufforderung, auf die innere Stimme zu hören. Und vielleicht hast du ja gerade speziell heute auch Botschaften, die dir mitgeteilt werden, wo du sagst, ja, Mensch, das fühlt sich so und so an oder ja, da geht es jetzt mehr in die Richtung oder es geht mehr in die Richtung. Auf jeden Fall geht es schon mal nicht mehr in die Richtung. Aber auf jeden Fall ist die innere Stimme auch immer sehr wohlwollend und immer sehr lieb mit dir. Auch sehr neutral tatsächlich. Horch einfach mal hinein, was dir deine innere Stimme so sagen möchte. Das ist also eine Energie, die heute hier an diesem Tag ganz wunderbar passt zur Wintersonnenwende. Ich bin ein bisschen begeistert. Ja. So, als nächstes haben wir die sieben Münzen. Haha, die sieben Münzen, die stehen natürlich auch für die Geduld, dass die Ernte noch ein bisschen auf sich wartet, beziehungsweise die Samen sind gesät und das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Also nicht dauernd hinlaufen und überprüfen und gucken, was der Same so macht, sondern einfach ihn in Ruhe lassen, ein bisschen pflegen, ein bisschen gießen, aber auf jeden Fall in der Gewissheit bleiben, dass das Ergebnis genau das ist, was du gesät hast. Also warte noch ein bisschen ab. Deine Intuition sagt dir vielleicht auch gerade, okay, da geht die Reise hin. Dann in dem Moment, wenn du dich dafür entscheidest und sagst, ja, dafür gehe ich, das möchte ich gerne, hast du eine neue Ursache gesetzt, Klammer auf Same, Klammer zu. Und dann geht es darum, halt da dir selber nicht mehr im Wege zu stehen, sondern zu sagen, ja, das ist das, was ich wirklich für mich möchte. Und da warte ich halt noch ein bisschen ab,
bis sich das Ganze entfaltet. Und in der Zwischenzeit bleibe ich einfach guter Dinge. Und das ist natürlich auch immer dann gut, wenn wir darüber Klarheit haben, was wir wirklich wollen. Weil wenn wir nicht wissen, ob wir Äpfel oder Birnen haben wollen, dann passiert gar nichts. Also es ist letztendlich schon so, dass höre auf deine innere Stimme und hupsala, und dann hab einfach ein bisschen Geduld, bis sich das Ganze entfaltet. Es braucht ja alles ein bisschen Zeit. Jeder Same braucht ein bisschen, bis er austreibt und bis er dann wirklich in die Entfaltung kommt. Also ist das auch alles hier sehr, sehr schön von der Reihenfolge her. Also innere Stimme, die dir sagt, hab ein bisschen Geduld. Schau mal, welche Samen du vielleicht noch sehen möchtest. Upsala, hier haben wir noch eine Karte. Ja, das Ass der Schwerter. Sehr schön, das Ass der Schwerter. Da geht es um Entscheidungen, da geht es um Klarheit. Da geht es aber um die innere Klarheit. Da geht es nämlich um das Geschenk des Klaren, der Klarheit in deinem Inneren. Werde dir klar darüber. Vielleicht musst du ein paar Entscheidungen treffen. Vielleicht geht es jetzt wirklich darum, auszusortieren. Die Rauhnächte, ihr Lieben, sind wirklich perfekt für sowas. Und das passt so total, sich darüber klar zu werden und da, was vielleicht auch im vergangenen Jahr jetzt nicht so gut gelaufen ist. Was ist gut gelaufen? Was hat dich glücklich gemacht? Was hat dich nicht so glücklich gemacht? Welche Herausforderungen hast du gemeistert? Wofür bist du dankbar? Was hat sich in diesem Jahr verändert? Haben sich deine Wünsche und Visionen vom letzten Jahr erfüllt? Das sind alles Fragen, die du heute gut nutzen kannst, um für dich mehr Klarheit zu kommen, finden und auch mehr vielleicht in die entsprechenden Entscheidungen zu kommen. Und ich habe gerade die Frage noch, was möchte in dir noch geheilt werden? Also das Ass der Schwerter steht definitiv für Klarheit und klare Entscheidungen. Auch nicht so gefühlsduselig, also wirklich die Klarheit zu haben, die innere Klarheit, weißt du, das ist nicht so dieses melancholisch Verklärte, sondern wirklich eine ganz nüchterne, neutrale Klarheit. Darum geht es. Und eine Karte möchte ich bitte jetzt noch für diesen heutigen Tag, für den Mittwoch, was jetzt in dieser Woche halt so noch für Energien so auf uns warten, was kommt da, was erwartet uns. Um was geht es? Eine Karte. Oh, noch ein Ass. Sehr schön, das Ass. Der Stäbe. Also das finde ich gerade mal richtig grandios. Weil, wenn du das nämlich genau so machst, wie ich das jetzt hier gesagt habe, auf die Intuition hören, Samen sehen, abwarten, aber natürlich schön in der Klarheit bleiben, auch in dem, was du gerne möchtest und was du vor allem natürlich auch, was du nicht möchtest. Aber der Fokus muss immer sein, was möchtest du in deinem Leben sehen und nicht, was möchte ich nicht sehen. Weil dann hast du den Fokus auf dem, was du nicht sehen möchtest. Also wenn du sagst, ich möchte nicht mehr krank sein, ist das nicht so gut, nicht so förderlich. Sag lieber, ich bin gesund. Ja, ich erwarte beste Gesundheit. Jeden Tag bin ich ein bisschen gesünder. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir mit unserem Unterbewusstsein nicht kollidieren, dass das Unterbewusstsein nicht dann irgendwie sich bemerkbar macht im Sinne von, was redet die da für ein Quatsch? Hier ist doch Krankheit, hier ist doch Disharmonie, sondern es geht darum zu sagen, okay, jeden Tag bin ich ein bisschen gesünder, jeden Tag bin ich ein bisschen wohlhabender, ich komme jeden Tag einen Schritt weiter. Das sind alles so Dinge, die alle entsprechend sind, aber nicht vergessen, wenn du einen Samen in Richtung Krankheit gesät hast und du jetzt die Auswirkungen spürst, dann mach dir bewusst, was da schiefläuft. Warum? Was ist mit diesem Samen? Was sagt der wirklich? Sagt der Same etwas wie mangelnder Selbstwert? Sagt der Same etwas von, ich habe keine Liebe? Sagt der Same etwas von, ja, ich bin es nicht wert? Ich bin unfähig? Und so weiter. Also pass auf, was du hinter dem Ich bin für ein Wort benutzt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein guter Hinweis. Jetzt haben wir das Ass der Stäbe noch dazu, habe ich gesagt. Also, ist das nicht schön? Das eine kommt von rechts, das andere kommt von links. Also, das Ass der Stäbe ist natürlich auch eine Chance, genau wie das Ass der Schwerter. Eine Chance, eine in dir liegende Chance, die entdeckt und entfaltet werden möchte. Und zwar Feuer. Das Ass der Stäbe sind Feuer.
Feuerqualität. Also, da geht es um Ideen, um Kreativität, um Manifestation im Außen. Also, da ist wirklich Wumms hinter diesem Ass, was dann auch wirklich sagt, hey, hier will was nach außen. Hier möchte etwas manifestiert werden. Hier möchte etwas gelebt werden im Außen. Ganz, ganz wichtig. Tolle Botschaft. Und ich liebe dieses Ass der Stäbe so sehr, weil es einfach auch heißt, hey, du kannst jetzt alles manifestieren. Das ist wirklich so auch so eine klassische Bedeutung. Das finde ich großartig. Deswegen freue ich mich immer richtig dolle, wenn dieses Ass kommt. Also Chancen, Möglichkeiten, Reflexion, alles in dir. Und du hast jede Chance, jede Möglichkeit, jede Fähigkeit, alles Potenzial liegt in dir, um das auf die Welt zu bringen und das umzusetzen, was du wirklich gerne in deinem Leben haben möchtest. Ist das nicht großartig? Oh, I like. Ich liebe es. Finde ich total schön. Am unteren Kartenrand haben wir übrigens hier die Königin der Münzen. Ja, und die spricht natürlich letzten Endes, und das finde ich sehr schön, wenn ich mir diesen Verlauf hier so anschaue, die spricht natürlich davon, auf einem Thron zu sitzen. Heißt, angekommen zu sein. Sie ist eine sehr warmherzige, sehr fürsorgliche Energie. Das ist natürlich eine weibliche Energie, das heißt das nach innen gerichtete Prinzip. Das ist also die innere Zufriedenheit auch und ja, dieses Angekommensein, sich wohlfühlen, wissen, was man erreicht hat, dass man da an seinem Platz ist, wo man ja, wo man sich auch um andere allerdings kümmert. Es kann auch sein, das ist ein sehr materielles Außen dann gibt, sehr viel materielles Außen. Ja, Claudia, der war gut. Also es ist alles materiell im Außen, ist mir schon klar. Also dass du vielleicht einen gewissen Wohlstand erreicht hast, das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Und ja, und die Chance und die Möglichkeit hast du. Aber es geht nicht nur um den äußeren Wohlstand, es geht natürlich letztendlich in erster Linie um das dir innewohnende Potenzial, dass du glücklich bist, dass du wirklich sagst, ja, ich bin glücklich und ich freue mich meines Lebens und ja, ich habe auch alles, was ich brauche. Ich habe sogar immer mehr, als ich brauche. Ich bin immer bestens versorgt. Das sind immer so meine Lieblingssätze. Und sollte ein Problem auftauchen, ist die perfekte Lösung bereits unterwegs. So, und mit diesen Sätzen bist du wirklich gut gewappnet für den Alltag. Weil du dich mit jedem Satz, wenn du dich da reinfühlst, wirklich ganz entspannt zurücklehnen kannst und sagen kannst, hey, ich bin immer bestens versorgt, weil hier gibt es niemanden im Universum, der daran interessiert ist, dass es mir nicht gut geht. Ich bin der einzige Mensch, der sich selbst dafür im Wege steht, eventuell, wenn es denn so ist. Aber das wirst du ja für dich entscheiden. Du siehst ja dein Leben und du weißt, was da so vorhanden ist und was du vielleicht auch noch gerne hättest. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, die Chance. Werde dir klar über das, was du willst und dann geh dafür. Entscheide dich dafür, ne? Weil hier haben wir das Ass der Entscheidung, der Klarheit. Und ja, das höre auf deine innere Stimme, hier gleich ganz am Anfang. Die Königin der Münzen ist auch unter Umständen eine Kräuterfrau, eine Heilerin. Also, dass sie auch da sich um andere kümmert. Und um Heilung bemüht ist zum Beispiel. Also das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Energie, die halt einfach im Gegensatz zur Herrscherin, die unbedingt immer Neues auf die Welt bringen möchte, ist die Königin der Münzen eher aufs Bewahren aus und auch fürsorglich, auch sehr angenehm und weich und soft und so weiter in der Energie, aber eben auch mehr aufs materielle Bewahren aus. So, ausgerichtet. Also das hat dann auch wieder den Touch von Sicherheit, wie gesagt, sich geborgen fühlen, sich sicher fühlen und so weiter. Eine wundervolle Energie, die wir hier am Mittwoch wirklich jetzt hier haben und bekommen. Jetzt haben wir dieses wundervolle Portal heute und ich möchte tatsächlich mit dem kleinen Pagan Otherworlds nochmal eine Karte ziehen für ein besonderes Augenmerk vielleicht, worauf dürfen wir heute ganz besonders achten? Vielleicht ist uns das ja gar nicht so bewusst, noch nicht, aber ich schaue mal, um was geht es heute ganz besonders heute zur Wintersonnenwende bitte. Um was geht es ganz konkret heute am Mittwoch zur Wintersonnenwende? Da haben wir den Herrscher, wow.
Ja, der Herrscher, der spricht natürlich von Struktur, von Ordnung, von neuer Ordnung, sich neu sortieren, sich disziplinieren, also wirklich für das, was du möchtest, auch wirklich einstehen. Und auch Chefposition, sagt der, ne? Also der Herrscher ist nicht unbedingt zimperlich, der ist schon durchaus auch unter Umständen sehr streng. Er hat halt die Macht. Und es ist wichtig, dass du für dich deine Macht übernimmst und möglicherweise auch ganz rigoros bist und wirklich heute sagst, stopp, das so nicht, das auf jeden Fall. Möglicherweise in der Rückschau, im Aussortieren, im Reinigen wirklich ganz, ganz klare Linien ziehen und sagen, so, okay, ich strukturiere und ordne neu. Und das, weil ich es mir wert bin. Werte haben wir hier mit der Königin der Münzen zum Beispiel. Und du schaffst ja auch Werte mit den 7 Münzen. Also du bist es dir wert, dich neu zu sortieren, vielleicht dich neu zu erfinden. Auf jeden Fall geht es vielleicht für den einen oder anderen hier tatsächlich darum, ganz neue Strukturen für sich zu schaffen. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Ich kann dir auch empfehlen, ich habe gestern Abend tatsächlich die von Silke Schäfer ein Astro-Video gesehen, wo es wirklich darum ging, jetzt, dass so viel auf Neuanfang steht. Und es geht jetzt auch um langfristig in der Steinbock-Energie, es geht langfristig darum, tatsächlich sich Werte zu schaffen und seinen Platz auch zu finden und sich darüber klar zu werden, was will ich wirklich? Ganz großartig. Also das ist hier auf jeden Fall nochmal ein ganz wunderschöner Hinweis. Und was habe ich jetzt noch hier für dich am Mittwoch? Warte mal, ich muss die mal eben beiseite legen. Wir haben natürlich hier auch an diesem, gerade weil es dieses großartige Portal ist, muss mal gucken, welches Deck nehme ich denn jetzt. Ich möchte jetzt mit dem, genau mit diesem Deck, ich habe hier ein Portaldeck, ein Energieportaldeck, nämlich dieses hier. Wie gesagt, ich schreibe das unten alles in die Kommentare. Wir haben ein Wahnsinns-Energieportal. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme doch mal diese Karte, welches Portal da vielleicht aktiviert wird. Was wird jetzt gerade aktiviert? Was ist noch die Botschaft, die wir von diesen Karten bekommen? Upsala, da dreht sich eine um und das Ahnenreich, Befreiung von Karma, Heilung der Ahnenreihe, Grenzen setzen. Ich will es ja nicht sagen, aber es passt ja wie A auf E, ne? So, warte mal, die Karten sind ein bisschen glatt, die rutschen hier etwas hin und her. Ich muss hier mal ein bisschen runtergehen und ich hoffe, dass ich hier nichts verdaddel. So, sonst ist das so schief. Ihr Lieben, sorry, aber so. Also, ich mache das mal so. Dann kannst du die Karten auch, ist ja wichtig, dass du die siehst, ne? Okay, und dann möchte ich jetzt natürlich vorlesen, was bei diesem Energieportal ist. Wir sind natürlich aufgefordert, jetzt auch Portaltage sage ich schon, Rauhnächte, wir sind aufgefordert, Familienthemen, Ahnenthemen, alles zu klären. Und dementsprechend passt diese Karte sehr, sehr gut. Und ja, was soll ich dir sagen? Es ist tatsächlich die allererste Karte im Deck. Das finde ich auch schon wieder. Es ist auch schon wieder wie so neu, ne? Eins ist immer neu. Okay, wir haben hier noch mal eins und noch mal eins. Also es ist wirklich krass. Ja, spannend. Okay, und also diese Karte ist ja schon mal echt wunderschön, wie ich finde. In jeder Inkarnation wurden wir damit gesegnet, Teil einer Ahnenreihe zu sein, die uns hilft, unser Leben zu leben und uns auf Lernerfahrungen einzulassen. Und über Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Jahren, haben jene, die vor uns auf der Erde weilten, für ein besseres Leben gebetet. Wir sind eine Antwort auf diese Gebete. Selbst wenn sie vielleicht nicht länger auf der physischen Ebene existieren, leben unsere Ahnen durch unsere Entscheidungen und Erfahrungen weiter. Keiner unserer Vorfahren hatte ein perfektes Leben. Schließlich waren sie alle auch nur Menschen. Sie trafen auch schlechte Entscheidungen und hatten irrige Ansichten. Viele ihrer Absichten waren ehrenwert, viele nicht. All dies ist Teil unserer Ahnenreihe, ebenso wie viele Glaubenssätze, Vorstellungen und Beschränkungen, die überholt, angstbasiert und sogar schädlich sind. All diese karmischen Energien
können uns zurückhalten. Doch wenn ein Mensch beschließt, den spirituellen Weg zu gehen, egal ob es ihm bewusst ist oder nicht, wird sein Leben zu einer Antwort auf die Gebete seiner Vorfahren. Wenn diese Karte den Weg zu dir findet, bedeutet dies, dass dein Leben die Antwort auf einen wichtigen Ruf deiner Ahnen ist. Verbinden. Lege deine Hände auf dein Herz und sage entweder in Gedanken oder mit lauter Stimme: Hochgeschätzte Vorfahren, irdische und seelische Ahnenreihe, danke, dass ihr mir die karmischen Blockaden bewusst macht, die mich daran hindern, mein höchstes Potenzial zu verwirklichen. Deine Botschaft. Diese Karte initiiert Heilung auf allen Ebenen und ganz besonders im Bereich der Familie. Es mag in deiner Familie einige Ideen und Glaubenssätze geben, die du als einschränkend oder negativ empfindest. Wisse, dass sie nicht deine Wahrheit sein müssen. Du hast die Gelegenheit, die problematischen Energien deiner Familienherkunft hinter dir zu lassen. Falls du gerade eine besonders schwierige Zeit durchlebst oder mit unangenehmer Energie zu tun hast, die dich regelrecht überwältigt, steht dir jetzt die Energie deiner Ahnen zur Seite. Sie sind hier, um dir einen heiligen und sicheren Raum zu bieten, damit du dich ausruhen kannst. Deine Ahnen sind in diesem Moment ganz bei dir. Sie sind hier und bitten um Vergebung für all jene Entscheidungen, die getroffen wurden, ohne dabei die Folgen und negativen Auswirkungen zu bedenken, mit denen du jetzt fertig werden musst. Falls du ein bestimmtes Familienmitglied als schwierig wahrnimmst oder sich Dinge aus der Vergangenheit negativ auf eine Beziehung auswirken, wisse, dass in diesem Moment eine wunderbare Reinigung stattfindet. Die Salbe für diese Wunde ist die Energie der Vergebung. Die Salbe für diese Wunde ist die Energie der Vergebung. Oh, das habe ich gar nicht mit Absicht jetzt doppelt gelesen, aber soll wohl so sein. Das bedeutet nicht, das Geschehene als gut zu akzeptieren, sondern zu erkennen, dass die Energien der Vergangenheit nicht länger deine Gegenwart bestimmen. Es geht darum, dein eigenes Glück zu schmieden und aus deinem eigenen Herzen zu leben. Ziehe klare Grenzen, doch sei offen, einen neuen Weg einzuschlagen. Ich würde mal sagen, das ist ganz großes Kino hier. Also passt perfekt zum heutigen Tag. Kläre deine Ahnenthemen. Vielleicht nochmal, vielleicht weißt du auch, dass hier irgendwo noch ein Thema ist. Ich hatte vor einiger Zeit auch etwas, wo ich echt gestaunt habe. Ich denke, wo kommt denn das her? Und es stellte sich dann raus, das ist dann halt so die dritte Generation zurück. Und da durfte ich dann halt auch was klären. Und ich kann dir eins sagen, das war so wunderbar. Auch ich fühlte es wirklich in meinem System, dass ich da etwas gelöst hatte. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Es ist so, dass die viel Bockmist früher gemacht haben, muss man einfach mal so sagen, die Ahnen. Die waren nicht so ohne. Aber sie haben auch eben viele Dinge nicht gewusst. Ihnen waren viele Dinge nicht bewusst. Sie haben, genau wie viele Menschen heute auch, nicht unbedingt damit gerechnet, dass ihre Gedanken solch eine Auswirkung haben. Und die, wenn sie nicht gelöst werden, halt einfach eine Form von Energie darstellen, die weitergetragen wird. Und die ist nicht einfach mal so weg, nur weil derjenige wegstirbt. Oder zumindest den Körper abgibt. Und insofern ist das mal ganz wichtig, dass wir auch immer gucken, wir haben ja die Verantwortung für die folgenden Generationen auch mit. Das heißt also, wenn wir Gedanken denken, die negativ sind, Gedankenmuster haben, die negativ sind, die uns nicht dienen, die dienen unseren Nachfahren auch nicht. Und weil wir das natürlich auch nicht nur an unsere direkten Nachfahren weitergeben, sondern wir geben diese Energie ins Feld und die ist auch da. Also deswegen ist Gedankenhygiene so wichtig. Und hier ein schöner Hinweis mit der Karte Ahnenreich. Jetzt gibt es natürlich vielleicht auch den einen oder anderen hier auf dem Kanal, der jetzt gerade zuschaut, wo wichtige Entscheidungen anstehen. Wo du vielleicht auch jetzt gerade mal ein Ja oder ein Nein brauchst. Ich werde jetzt mit diesem Kartendeck Antworten der Engel-Orakel eine Karte ziehen. Also vielleicht hast du gerade was, wo du dich jetzt, entweder machst du mal kurz Pause oder so und überlegst dir eine Frage. Und wenn die Antwort kommt, egal wie sie ausfällt, wenn sie dir nicht gefällt, dann überprüf das mal. Also heißt,
es ist nicht einfach nur so, sondern wenn es dir nicht gefällt, dann triggert es vielleicht alleine dadurch, dass es dir nicht gefällt und du merkst, oh, nee, das ist aber jetzt gar nicht die Antwort, die ich hören wollte, dann geh mal dieser Nummer nach. Das ist eine Spur. Also auch eine negative Antwort, eine verneinende oder vielleicht auch eine bejahende, die dir nicht gefällt, ist ein Hinweis unter Umständen eben drauf, wenn es mich triggert, wenn es mich berührt, wenn es irgendetwas mit mir macht, sprich in mir auslöst, dann darf ich da auch natürlich noch mal einen zweiten Blick hinwerfen und gucken, warum das so ist. So, also das gehört alles mit zur Reflexion dazu, das gehört alles mit dazu, dass wir diese alten Themen, die möglicherweise auch durch sowas schon angetriggert werden, lösen können. Okay, jetzt kommt die nächste Karte. Warte mal, aber ich muss jetzt hier tatsächlich noch mal wieder ein bisschen umbauen, wie ich das immer gerne so mache. So, einfach ein bisschen Platz auch für die nächste schöne Karte hier haben wollen. Also ich zumindest. Okay, und jetzt kommt's. Jetzt kommt hier Uppsala aus dem Antworten der Engel-Orakel. Nicht vordrängen, meine Dame. Jetzt denk an deine Frage und dann schau mal, was. Ja, guck mal, es sind viele Leute, die viele Fragen haben, glaube ich. Okay. Was ist jetzt hier die Botschaft? Was ist die Antwort der Frage? Die Antwort ist unwahrscheinlich. Okay, und wenn ich das richtig weiß, dann geht es nämlich darum, dass es nicht ist, dass da nichts passiert, sondern dass es auf diese Art und Weise passiert. Ich werde auch diese Botschaft einmal, ach Gott, gleich aufgeschlagen. Die Situation, der deine Frage gilt, wird wahrscheinlich nicht in der Form eintreten, wie du es dir vorstellst. Es kann es sein, dass der eine oder andere aufatmet und der andere sagt, ach shit. Es kann sein, dass sich eine andere Version der Ereignisse ergeben wird. Möglicherweise ist aber auch, dass das, um was du gebeten hast, einfach nicht in deinem eigenen besten und höchsten Interesse. Richte deinen Fokus auf eine ganz neue Möglichkeit. Sei offen für eine andere Entwicklung, als du sie dir vorgestellt hast. Sei bereit, ein einzigartiges und erhebenderes Resultat zu erleben, als das, was du dir als optimal vorgestellt hast. Denke größer. Das ist wirklich echt ein super Hinweis. Wir haben oftmals ganz konkret Vorstellungen, wie etwas zu sein hat. Und dadurch begrenzen wir uns, dadurch klammern wir, schließen wir andere Lösungen, die vielleicht sogar viel besser sind, aus. Wenn ich als Basis nehme, ich möchte glücklich sein, also glücklich sein, Zufriedenheit und so weiter, alles diese wunderbaren Dinge im Leben, wenn ich das als Ziel mir setze, dann ist mir das doch völlig ganz egal, auf welche Art und Weise das zu mir kommt. Und dafür bin ich auch gar nicht zuständig. Die meisten Menschen denken aber leider noch. Und deswegen begrenzen sie sich. Also, was ich ganz zu Anfang sagte, ich habe immer mehr, als ich brauche. Ja, wo das herkommt, ist doch völlig wurscht. Natürlich immer zum Höchsten und Besten aller, einschließlich meiner selbst. Dann habe ich nicht nur mehr, als ich habe nicht nur alles, ich habe nicht nur mehr, als ich brauche, sondern ich bin natürlich immer bestens versorgt. Ich bin immer bestens versorgt. Und wenn irgendein Problem auftauchen sollte, ein Problem ist ja auch immer ein für mich, weil da steckt die Silbe pro drin, ja, dann gebe ich das ab und sage, die perfekte Lösung ist bereits unterwegs. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht gar nicht, dass ich gar nicht mehr mich, sage ich mal, darum kümmere, aber ich verfalle nicht in sinnlosen Aktionismus und renne von Pontius zu Pilatus, um irgendeine Lösung zu finden, sondern ich lasse sie mir einfallen. Ich warte ab, bis der entsprechende Impuls kommt. Und das kann auch ein Impuls von außen sein. Das kann etwas sein, was ich lese, was ich höre und so weiter. Also wichtig ist, dass du in dieses Vertrauen gehst, dass für dich wirklich alles immer zum Höchsten und Besten sich orchestriert und arrangiert. Und wenn du das tust und dich dafür nämlich vorher auch schön öffnest, dann kommen die ganzen guten Dinge auch zu dir, die du gerne haben möchtest. Und ich kann hier noch mal ein bisschen runter, habe ich jetzt gerade gesehen. Ja, und dann kannst du in den Genießermodus. Ist doch wunderbar. Okay, lieb. Also, das sollte es jetzt tatsächlich für heute gewesen sein. Wintersonnenwende, großartiges Portal, was hier aktiviert wird mit dem Ahnenreich.
Ich bin wirklich ganz angetan und begeistert. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, dann schau gerne auf meinem Telegram-Kanal vorbei. Ich denke mal, wenn du es aber nicht möchtest, ich werde auch jetzt die Tage immer die Karten hier auch nochmal posten. Dann kannst du danach schauen. Wenn du nicht zu Telegram möchtest, ist ja auch okay. Und ja, und deswegen, und da sage ich jetzt erstmal ganz, ganz lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen und gerne kommentieren, liken, Kanal abonnieren natürlich. Und ja, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Video. Namaste.